Herzlich willkommen zu Sie haben die Wahl, Ihre regionale Berichterstattung zu den Landtagswahlen 2013. Wir haben die Themen und die Kandidaten, die Sie wählen können. Heute mit einem Thema, das eigentlich bei keiner Partei so ein richtig beliebtes Thema ist und alle fühlen sich ein bisschen unwohl dabei. Es geht um Asylrecht, es geht um Bleiberecht, es geht um Abschiebepolitik. Zu diesem Thema begrüße ich hier im Studio von der CDU Herrn Fritz Günzler. Herzlich willkommen. Von der SPD Frau Sigrid Leuschner, von Die Linke Frau Pia Beate Zimmermann und unser Experte hier im Studio vom Flüchtlingsrat ist Kai Weber. Herzlich willkommen. Fangen wir doch gleich mit einem berühmten Exempel an. Mit dem Fall Ghazale Salame hat Niedersachsens Abschiebepolitik in Deutschland ein bisschen traurige Berühmtheit erlangt. Die schwangere Kurdin wurde mit ihrer Tochter in die Türkei abgeschoben, ein Land, das sie kaum kennt und dessen Sprache sie auch nicht spricht. Kurz vor Weihnachten und auch kurz vor den Wahlen, ein Schelm, der Böses dabei denkt, gab es doch nun einen Konsens und der Landtag beschloss geschlossen, dass Ghazale Salame nach Hause kommen kann zu ihrem Mann und ihren beiden älteren Kindern. Und das nach 8 Jahren Trennung. Herr Günzler, wie konnte es überhaupt zu dieser 8-jährigen Trennung kommen und warum hat die CDU so lange gebraucht? Ja, man muss zunächst ja festhalten, dass jede Abschiebung, jede zwangsweise Zurückführung von Menschen, die immer eine Behärte bedeutet, ein Ende eines Verwaltungsverfahrens ist, das auch gerichtlich überprüft wird. Das war in diesem Fall auch so, dass die Abschiebung, auch wenn sie humanitär nicht richtig war, rechtlich in Ordnung war. Und dann gab es lange Diskussionen, die wir auch innerhalb unserer Partei geführt haben und auch viele, viele Gespräche, die wir geführt haben, insbesondere im letzten Jahr, auch mit dem Flüchtlingsrat, die uns zur Überzeugung kommen lassen haben, dass wir eine Veränderung brauchen, eine Lösung brauchen. Und wir hatten eben das Glück, dass im Jahre 2011 der Paragraf 25a des Aufenthaltsgesetzes geändert worden ist. Und hier gab es nun eine Möglichkeit, die wir beim Schopfe gepackt haben, um diesen Fall nun endlich zu lösen. Sie sagen also, die Abschiebung war rechtlich und das ist sie natürlich auch. Und Frau Leuschner, was für ein Recht ist das, die solche Abschiebung ermöglicht und ist das ein rechtes Recht? Aus meiner Sicht, aus Sicht der SPD-Landtagsfraktion, ist das kein rechtes Recht. Man kann Familie nicht trennen. Man kann keine schwangere Frau mit einem kleinen Kind abschieben in ein Land, wo sie überhaupt keine Perspektive hat. Gut, sie ist Türkin von ihrer Staatsangehörigkeit, aber sie hatte dort doch überhaupt keine Perspektive. Und die Kinder, die Familie über 8 Jahre zu trennen, ich sage mal, das ist etwas, was mit meinen humanitären Vorstellungen nicht vereinbar ist. Und es ist auch das Engagement der Leute in Hildesheim, denen ist es zu verdanken und auch meiner Kollegin Jutta Rübke, die das mit anderen angestoßen hat, dass wir jetzt diesen vernünftigen Kompromiss erzielt haben. Darüber bin ich sehr glücklich, bin ich auch Herrn Günzler gegenüber sehr dankbar, dass wir fraktionsübergreifend versucht haben, nach langer Zeit, was überfällig war, da endlich diese Familie wieder zusammenzuführen. Es gab jetzt diese glückliche Familienzusammenführung, Frau Zimmermann. Aber muss es überhaupt zu dieser Situation kommen? Und ist es ein Einzelfall oder was denken Sie darüber? Also das ist natürlich kein Einzelfall und wir alle sind froh, dass Ghazale Salame wieder nach Hause kommen kann zu ihren anderen beiden Kindern und die 4 Kinder sich gegenseitig kennenlernen und die Familie überhaupt wieder. Trotzdem muss man sagen, dass dieser Fall ganz deutlich zeigt, dass hier an der Gesetzgebung was verändert werden muss. Es kann erstens keine Sippenhaftung geben, aber zweitens dürfen nicht Familien auseinandergerissen werden und auf so lange Zeit getrennt werden und so viel unsägliches Leid produziert werden. Also ich denke, da muss deutlich in der Gesetzgebung was verändert werden, aber natürlich auch in der Art und Weise der Abschiebung, auch in der, ich sag mal, in der Intention, möglichst viel abzuschieben, kann nicht immer der Weg sein. Das kann überhaupt nicht der Weg sein. Herr Weber, Sie kennen das aus der Praxis und Sie kennen auch viele andere Fälle. Wie kann man diesen Einzelfall, der sehr, sehr oft zitiert worden ist, einordnen in Niedersachsen? Das ist schon ein herausragender Fall gewesen, der uns besonders lange und intensiv beschäftigt hat. Aber es ist nicht der einzige Fall von Familientrennung durch Abschiebung. Es gibt eine Reihe weiterer, auch ungelöster Fälle in Niedersachsen, die
eine gewisse Problemlage widerspiegeln, die wir in Niedersachsen seit Jahren haben. Es hat eine ausdrückliche Zulassung von Abschiebungen auch unter Inkaufnahme von Familientrennung in Niedersachsen gegeben. Die Zurücknahme der entsprechenden Erlasse und Regelungen des Innenministeriums haben wir bis heute vergeblich gefordert. Frau Salame ist ja zurückgekommen, nicht aufgrund einer Änderung in Bezug auf die Abschiebepraxis, sondern aufgrund einer anderen Änderung. Aber bleibt es so, dass dieser Fall nochmal passieren könnte, wenn die CDU an der Macht bleibt? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass dieser Fall alle sensibilisiert hat, dass Familien einfach nicht getrennt werden dürfen. Also dass sozusagen die vor Ort richtig handeln müssen oder muss man eine Ebene weiter nach oben gehen? Es sind ja zwei, die handeln. Es ist ja die Fachaufsicht durchs Innenministerium, aber es sind auch die Ausländerbehörden vor Ort. Und man könnte jetzt bei diesem Fall auch nochmal genau gucken, was der Landkreis Hildesheim gemacht hat. Aber ich glaube, es bringt nichts, da jetzt nach hinten zu gucken, sondern nach vorne zu schauen. Und wichtig ist es, dass alle erkennen, Familien darf man nicht trennen. Und insbesondere dürfen keine schwangeren Frauen abgeschoben werden. Das muss eigentlich deutlich sein. Könnte man das gesetzlich noch irgendwie verankern, Frau Leuschner? Also da ist erstmal eine Änderung in der Härtefallkommission überfällig. Da müssen wir vernünftige Regelungen treffen. Dann denke ich, dass bundespolitisch sich eine ganze Menge verändern muss. Ich hoffe da, dass wir eine andere Bundesregierung in der nächsten Zeit hinkriegen in diesem Jahr, dass da endlich mal die langjährig hier lebenden Personen auch eine Sicherheit haben. Es kann und darf auch nicht sein, aus meiner Sicht, dass Familien getrennt werden und dass Menschen, die teilweise Sozialhilfe, weil sie geringfügige Tätigkeiten annehmen müssen und ihren Lebensunterhalt nicht alleine bestreiten können, dann im Grunde genommen abgeschoben werden. Das geht nicht, ne? Sie sprechen jetzt Bundesrecht an, das ist natürlich klar, aber es gibt ja auch in Niedersachsen eben durch die Härtefallkommission, um solche Fälle vielleicht noch besser zu handhaben in Zukunft. Frau Zimmermann, was könnte sich in dieser Härtefallkommission noch ändern in Zukunft? Also erstmal ist der Zugang zur Härtefallkommission viel zu hoch angesetzt. Es gibt ganz viele Hemmschwellen, dass Fälle überhaupt von der Härtefallkommission bearbeitet werden können. Und das muss deutlich abgesenkt werden. Also es muss für jeden im Grunde möglich sein, sich an die Härtefallkommission zu wenden. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eine Härtefallkommission ein Votum haben muss, was auch beachtet werden muss, dass eben eine Abschiebung zum Beispiel nicht stattfinden darf, ausgesetzt werden muss oder überhaupt nicht vollzogen wird. Und der letzte Punkt ist, dass das Stimmverhältnis, es muss mit einer einfachen Mehrheit möglich sein und nicht, wie es jetzt ist, mit einer überhöhten Mehrheit, wo man dann immer nicht genau weiß oder sagen wir es mal andersrum, im Grunde genommen genau weiß, dass diese Entscheidung auch von anderen abhängig ist, die gar nicht in der Härtefallkommission sitzen. Also die einfache Mehrheit haben wir ja genau jetzt eingeführt. Die Härtefallverordnung ist ja geändert worden und wir haben die Nichtannahmegründe minimiert. Wir müssen jetzt mal gucken in der Anwendung, wie sich das im Einzelfall darstellt. Das, was wir hören derzeit, ist sehr positiv von den Mitgliedern aus der Härtefallkommission, aber wichtig ist, das war mir jedenfalls auch persönlich sehr wichtig, dass es nicht mehr ein Quorum von, ich glaube, zwei Dritteln gibt, sondern die einfache Mehrheit gibt. Es gibt einen Hinkefuß dabei, den muss man ehrlich ansprechen, dass es eine Mindestanwesenheitsquote geben muss. Aber das halte ich aber auch für wieder gerechtfertigt, dass bei so wichtigen Entscheidungen auch möglichst alle da sind. Und wir haben die Vertreterregelung ja geändert, dass es auch mehrere Vertreter geben kann, sodass auch alle da sein können. Also von daher glaube ich, dass auch da eine ganze Menge passiert ist, wie ich allgemein finde, dass in den letzten Monaten, im letzten anderthalb Jahren eine ganze Menge auf den Weg gebracht worden ist. Wir haben die Residenzpflicht abgeschafft. Wir sind dabei, oder es gibt eine Bundesratsinitiative von Niedersachsen zu einem Bleiberecht für Geduldete hier, den 25b Aufenthaltsgesetz. Also ich glaube, es passiert einiges in Niedersachsen. Also eine Sache muss ich schon noch dazu sagen, ja, weil ich finde nicht, dass man das jetzt alles schönreden kann, was in der Härtefallkommission passiert ist, weil die niedersächsische Flüchtlingspolitik und gerade auch durch Herrn Schünemann hat die Härtefallkommission immer wieder an den Rand ihrer Möglichkeiten gebracht und mehrmals zu so einem Punkt, wo sie gesagt haben, also ich mache nicht mehr mit, gerade kirchliche Vertreter, und da finde ich, da kann man nicht sagen, dort läuft alles gut. Das ist eben nichts, läuft nicht rund. Es hat kleine Verbesserungen gegeben, die haben aber nicht die Auswirkung, dass tatsächlich Abschiebungen wirklich aufgehoben werden können. Und das, finde ich, geht nicht. Aber alle sind dabei. Alle sind heavy, bitte. Also der Verband der Wohlfahrtsverbände ist ausgetreten und hat das mit einer politischen Begründung gemacht. Eine Begründung, die ich auch nachvollziehbar finde. Das Kernproblem ist für mich,
und für andere aus der Flüchtlingsszene, dass ein Härtefallantrag nur dann positiv bewilligt werden kann, wenn keine öffentlichen Mittel in Anspruch genommen werden. Und genau das erscheint mir absurd, weil es ist das Spezifikum von traumatisierten, schwerkranken, Kriegsopfern, Invaliden, dass sie eben nicht aufgrund von Schicksalsschlägen nicht in der Lage sind, den Lebensunterhalt selber zu decken. Man muss doch solche Eventualitäten berücksichtigen, gerade in der Härtefallkommission, weil sie ansonsten ja auch auf gesetzlichem Wege unter Umständen ein Aufenthaltsrecht bekommen können. Es erscheint mir verquer, wenn wir eine Härtefallkommission ins Leben rufen, die dann die Härtefälle aufgrund des Bezugs ergänzender öffentlicher Mittel im Regelfall ausschließen. Und das ist nicht gerechtfertigt. Frau Leuschner, was sagen Sie dazu? Was würde die SPD im Falle eines Machtwechsels mit dieser Härtefallkommission machen? Also wir müssen das unbedingt ändern. Wir haben eine Petition von Professor Ernst Gottfried Marenholz vorgelegt bekommen, wo er ganz klare Kriterien für eine zukünftige Anforderung an der zukünftigen Härtefallkommission dargestellt hat. Das haben wir fraktionsübergreifend als Material für den neuen Landtag und auch für die neue Landesregierung beschlossen. Theoretisch hätten wir Berücksichtigung entscheiden müssen. Es hat ja in der Vergangenheit auch Rücktritte aus der Härtefallkommission gegeben, weil das einfach die Praxis unmenschlich war. Und da muss sich verdammt viel ändern. Herr Weber hat das eben angesprochen, wenn jemand aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage ist, für seinen eigenen Lebensunterhalt aufzukommen, das kann Krankheit sein, das kann in irgendeiner Weise Einschränkung sein, aber es kann auch eine ganz bestimmte Arbeitsmarktsituation sein. Wir haben eine Familie abgeschoben, beispielsweise nach Sri Lanka. Die haben durchgängig gearbeitet, waren aber zu so minimalen Jobs und Einkommen verpflichtet, dass sie zusätzliche Sozialhilfe erhalten haben. Und ich denke, das kann nicht sein. Das ist einfach, humanitäre Kriterien müssen im Vordergrund stehen und man muss auch die Möglichkeit haben, dann eben im Einzelfall die Familie nicht zu trennen, sondern im Positiven für die Familien zu entscheiden. Herr Günzler, noch kurz dazu. Ich persönlich bin der Meinung, dass man aber dann wenigstens reinschreiben muss und regeln muss, dass das Bemühen da sein muss. Für die. Wie wollen Sie das feststellen, das Bemühen? Das ist ja allgemein in der Sozialgesetzgebung schon das Problem. Aber wir müssen irgendein Kriterium, glaube ich, schaffen. Also wenn wir es sozusagen völlig freigeben, sondern ihr müsst euch selber gar nicht drum kümmern, ist uns auch nicht geholfen insgesamt, weil wir dann auch eine ganz andere Diskussion in Deutschland kriegen. Also ich glaube, das Bemühen für die Sicherung des eigenen Lebensunterhalts muss doch mindestens erhalten bleiben. Also muss ich mal ein bisschen eingreifen, Herr Günzler, bei aller Wertschätzung. Ich denke, dass die meisten, die hier leben, sich redlich bemühen, in irgendeiner Weise im Laufe der Jahre eine Beschäftigung zu finden und auch als anerkannte Mitglieder da zu sein innerhalb dieser Gesellschaft. Und dass immer so Negativbeispiele in den Vordergrund gestellt werden. Oder auch, ich nehme mal das Beispiel, was immer wieder angeführt wird, wenn jemand im jugendlichen Alter eine kleine Straftat begeht, das ist nicht schön, aber dass das dann als Grund angeführt wird, dass jemand abgeschoben wird, ich glaube, das darf nicht sein. Das sind einfach unmenschliche Kriterien und die müssen wir ändern. Aber irgendwo muss ja sozusagen eine Grenze gelegt werden. Da sind sich doch fast alle einig, oder, Herr Weber? Naja, das Spezifikum einer Härtefallprüfung ist doch, dass wir atypische Einzelfälle versuchen zu erkennen, die durch das Regelrastersystem fallen. Und ich bin der Meinung, dass wir für eine solche Prüfung atypischer Sonderfälle tatsächlich keine regelmäßigen Ausschlussgründe brauchen. Diese Kommission soll doch gerade die Besonderheiten des Einzelfalls würdigen. Und dabei spielt dann natürlich auch eine Rolle, ob jemand sich um Arbeit bemüht hat. Aber formale Kriterien reinzuschreiben, heißt immer, formale Raster zu schaffen, die gerade die individuelle Prüfung verunmöglichen. Deshalb hielte ich nichts davon, weitere neue alternative Ausschlusskriterien festzuschreiben. Ich denke, wir sollten sie weitestmöglich streichen. Also auf jeden Fall ist auf jeden Fall beim Thema Härtefallkommission noch viel zu tun und ich bin gespannt, wie das Thema sich weiterentwickelt. Jetzt hören wir und sehen wir ein kleines Plädoyer für eine bessere Zusammenarbeit und ein besseres Zusammenleben von meinem Kollegen Martin Schlüter. Wie wollen wir in diesem Land gemeinsam leben? Niedersachsen ist das Bundesland in Deutschland, das eine der härtesten Abschiebepraktiken überhaupt fährt. Familien wie die Familie Salame oder Nguyen wurden für teilweise Jahre auseinandergerissen.
Allein zwischen Januar und März 2012 wurden in Niedersachsen 199 Menschen zwangsweise in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Selbsttötungsfälle in Abschiebehaft und eine ungewisse Zukunft für Migranten durch Kettenduldungen sind leider präsent. Eine Politik, die bei einer Migrantenquote von niedersachsenweit 17% sehr wahrscheinlich in eine Sackgasse führt. Da müssen Lösungen her und es muss auch eine Debatte in der Gemeinschaft geben über das multikulturelle Zusammenleben in Niedersachsen. Denn fernab von Parteiräson und Wahlkampftaktik tut sich für alle nach wie vor die Frage auf. Wie wollen wir in diesem Land gemeinsam leben? Ja, es gibt ein bisschen gefühlt eine Wende in dieser Abschiebepolitik hier auch in Niedersachsen. Wie können wir zusammen leben, ohne dass wir gleich jeden, der uns nicht passt oder den wir hier nicht haben wollen, abschieben müssen? Frau Leuschner, kann das funktionieren? Also ich glaube, ein wichtiges Element ist ganz einfach, dass wir, wenn wir von Integration sprechen, das auf gleicher Augenhöhe stattfindet und dass wir die Potenziale und die Fähigkeiten der Menschen, die hier seit Jahren leben, im vollen Umfang berücksichtigen. Wir haben eine kleine Reise gemacht, Teile des Innenausschusses in den Kosovo. Wir haben dort Menschen aufgesucht, die aus Niedersachsen abgeschoben worden sind. Und wir haben dann als Oppositionsfraktion entschieden, dass momentan, in der momentanen Situation, die Abschiebung von Sinti und Roma in den Kosovo einfach nicht geht, weil die dort vor Ort keine Perspektive haben. Das war so ein Beispiel, weil wir wirklich die Familien, die in Niedersachsen beispielsweise seit 10 Jahren hier gelebt haben, vor Ort aufgesucht haben und einfach trotz einer staatlichen Möglichkeit, dass sie mit Minderheiten sinnvoll umgehen. Aber in der Praxis hatten die Leute überhaupt keine Möglichkeit, Arbeit zu kriegen, einen Schulbesuch weiter finanziert zu kriegen. Auch die medizinische Versorgung war ausgesprochen schlecht. Also ich glaube, dass man da eine ganze Menge machen muss. Auf jeden Fall. Ich glaube, vielen ist bewusst, dass die Lage der Sinti und Roma in den Heimatländern nicht sehr gut ist. Andererseits gibt es ja auch viele Probleme dann hier. Zum Beispiel, dass es gibt diesen berühmten Fall in Duisburg, dieses Haus, wo dort Sinti und Roma lebten, was dann zu Problemen führt. Wie kann man das wiederum auffangen? Denn wir können nicht sagen, kommt her und dann gibt es hier wiederum Probleme. Also es sagt keiner von uns, kommt her. Die rechtliche Situation derjenigen, die hier nach Hannover kommen oder in andere Städte, das ist ja, weil sie im Rahmen von Tourismus hier rüberkommen. Das hat aber was mit den Lebensbedingungen in den Städten zu tun. Ich habe sehr enge Kontakte zu den Sinti- und Roma-Verbänden hier in Hannover. Die Menschen gehen hierher in die anderen reicheren Gegenden, weil sie vor Ort keine Perspektive haben. Und ich glaube, das ist verdammt wichtig, dass wir auf europäischer Ebene eine Regelung treffen und auch eine Regelung treffen hier für die Wintermonate. Es kann nicht sein, dass Leute unter Brücken leben und einfach überhaupt im Winter frieren und keine Möglichkeiten haben, denn einer ganz bestimmten Notversorgung. Das gilt für alle großen Städte. Es ist wichtig, das auf europäischer Ebene zu regeln, weil das ist eine Minderheit, die in den Ländern trotz anderer rechtlicher Stellung in der Regel keine Perspektive hat. Europäische Ebene ist natürlich auf jeden Fall wichtig, aber wir müssen hier natürlich in Niedersachsen bleiben. Frau Zimmermann, was könnte man auf niedersächsischer Ebene in dieser Sache tun? Also erstmal bin ich der Meinung, dass man sich mit dem Wort Integration auseinandersetzen muss und dass Integration nicht das ist, was uns gerade einfällt, also was uns Politikern und denen, die Gesetze machen, einfällt, weil das ist ganz vielfältig und ich denke, wir müssen uns einfach den Menschen öffnen, die zu uns kommen. Wir müssen sie auch zu uns lassen. Man muss doch mal davon ausgehen, wenn jemand seine Heimat verlässt, dann tut er das doch nicht, weil er irgendwie Lust dazu hat gerade, sondern es gibt immer einen Grund. Und wenn Frau Leuschner die Sinti und Roma angesprochen hat, finde ich das, weil das war ein großes Erlebnis. Wir haben diese Reise des Innenausschusses aufgrund eines Antrages meiner Fraktion gemacht und das fand ich auch sehr wichtig. Wir haben das auch einstimmig beschlossen, das muss ich hier auch ganz deutlich sagen, aber es ist auch ganz deutlich geworden, dass diese Menschen dort nicht leben können. Die haben ein halbes Jahr lang Unterstützung und dann landen sie in einem Sumpf zwischen zwei Müllhalden, zwischen zwei Kraftwerken zum Beispiel. Wir haben uns das angesehen. Dort gibt es keinerlei Unterstützung mehr, kein Wasser mehr, kein Strom. Also um das vielleicht
aus dem Kosovo noch mal zu berichten. Was hier notwendig ist, ist einfach, dass wir offener werden, überhaupt einer multikulturellen Gesellschaft gegenüber, und dass wir in Niedersachsen dieses Ding auch anfassen, dass wir sagen, okay, wir setzen uns damit auseinander, wir werden einen Integrationsplan, jetzt nehme ich doch das Wort, einführen, niedersachsenweit, um wirklich auch zu gucken, was gibt es, Integrationskurse, Sprachkurse, Bildungsmöglichkeiten für alle. Es muss Arbeit für alle geben. Frau Leuschner berichtete vorhin von der Familie aus Sri Lanka, und Herr Günzler sagte, jemand muss auch den Willen zeigen, arbeiten gehen zu wollen. Das hat die Familie ja gemacht, aber in prekärer Beschäftigung, wie so viele das machen. Der Arbeitsmarkt ist sowieso ausgeblutet und dann für diese Bevölkerungsgruppen doch noch viel mehr. So, und an diesen Punkten müssen wir ansetzen, dass alle Menschen auch ein menschenwürdiges Leben führen können, und die Möglichkeiten, die ich eben aufgezählt habe, dass jeder zu Sprachkursen, Integrationskursen und so weiter Zugang hat. Und letztendlich will ich auch noch mal sagen, wir müssen diese Unterbringung für Flüchtlinge, die in diese Massenunterbringung am Rande der Städte, die Gutscheinpraxis, und das gehört alles sämtlichst abgeschafft, weil das ist doch Diskriminierung pur. Da kann sich keiner integrieren. Also das ist auf jeden Fall klar, dass das so eine gewisse Hinderung ist. Aber ich denke, viele von Ihnen sind sich einig, dass die Arbeit immer noch das wichtigste Integrationsmoment ist. Und viele, die geduldet sind, dürfen ja zum Beispiel gar nicht arbeiten. Wie kann man, Herr Günzler, die Chance für Menschen hier, sich zu integrieren, über Arbeit noch verbessern? Ist die CDU da auf dem Wege oder sagt sie, wir bleiben bei der Linie, die wir jetzt haben? Also wir haben ja das Arbeitsverbot derzeit von 12 Monaten. Über die europäischen Richtlinien kommen ja die 9 Monate. Die Innenminister, auch unser Innenminister, können sich durchaus 6 Monate vorstellen. Und ich glaube, das ist auch richtig, vielleicht sogar noch weniger, denn der beste Weg der Integration ist Sprache und Arbeit. Und das beides verbindet sich ja oft. Dort, wo man arbeitet, lernt man auch Sprache. Um zu arbeiten. Also von daher, glaube ich, müssen wir uns da noch bewegen. Zu Ihren Einspielern möchte ich nur eine kurze Bemerkung machen. Ich tue mich schwer, mit Zahlen zu operieren, wenn es um Menschen geht. Aber wenn Sie hier eine Zahl nennen von Abschiebungen von Januar bis März, und Niedersachsen wäre damit ein besonders hoher Wert. Wir haben eine Anfrage im Niedersächsischen Landtag gestellt in der letzten Sitzungswoche. Da ging es um die Abschiebung von Januar bis September. Da sind in Niedersachsen 412 Menschen abgeschoben worden. In Baden-Württemberg, grün-rot regiert, 539. Sind Sie doch bei den Zahlen hier. Ja, gesagt. Aber ich finde schon, da wurde ja eine Aussage mit dieser Zahl verbunden. Also ich hätte das nicht angesprochen. Ja. Ich habe die Anfrage auch nicht gestellt, weil ich das eigentlich falsch halte, darüber Zahlen zu diskutieren. Aber wenn das so hier angeführt wird, da muss man darauf hinweisen, dass Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen in diesem Zeitraum 1.500 Menschen abgeschoben hat. Weil Nordrhein-Westfalen auch beliebter ist, sagen wir mal. Ja, aber ich finde, dann darf man aber nicht so in einem Einspieler diese Zahl da einbringen. Also von daher ist das, glaube ich, kein Beweis für die rigide Ausländerpolitik. Und eine Anmerkung nur kurz zum Kosovo. Wir haben ja auch im Landtag heftig darüber gestritten. Wir sind ja leider zu keinem Ergebnis gekommen, gemeinsamen Ergebnis gekommen, Entschuldigung. Während das ja der Petitionsausschuss ist, in Baden-Württemberg geschafft hat. Das ist parteiübergreifend, einstimmig mit den Stimmen von Grünen und SPD, die dort ja auch die Mehrheit haben, entschieden worden, dass es derzeit keine Abschiebehindernisse im Kosovo gibt. Und das sollte vielleicht denjenigen zu denken geben, die hier noch eine andere Meinung haben. Ja. Dazu müssen Herr Weber, bitte. Konkret darauf hinweisen, dass es jetzt 4 Bundesländer gibt, die einen Winterabschiebungsstopp verhängt haben für Balkanstaaten im Hinblick auf die sozialen Bedingungen dieser Menschen, wenn sie sich die Slums da Vielleicht angucken. Vielleicht müssen Sie ganz kurz erklären für das Publikum, Winterabschiebung. Das heißt, im Hinblick auf die klimatischen Bedingungen im Balkan, die durchaus sehr hart sein können, sehr viel Eis und Schnee und klirrender Frost, der natürlich Menschen in besonderer Weise betrifft, die ohne Strom, ohne Wasser in Baracken hausen, wo der Wind durchpfeift, dass es da insbesondere auch Risiken für die Kinder gibt, das liegt auf der Hand. Ja. Und dass es sich gehört, in diesen Zeiten dann zu sagen, wir stoppen das erstmal ohne Ansehen der individuellen Fluchtgründe, liegt meines Erachtens auf der Hand. Da haben wir, glaube ich, gar keinen Dissens. Der baden-württembergische Landtag oder der Petitionsausschuss und wir von der CDU-FDP im Landtag haben gesagt, es gibt keine generellen Abschiebehindernisse. Dass es im Winter andere Bedingungen gibt, ist selbstverständlich für mich. Aber dann muss ich mal dazwischen funken, dann verstehe ich tatsächlich nicht, Herr Günzler, warum Sie den Anträgen der Opposition nicht zugestimmt haben, Winterabschiebungen auszusetzen. Das wollten Sie nicht, und Ihre Begründung war, dann stauen sich ja die Abschiebungen und dann muss man dann im März, April so viel abschieben. Also da wollen wir jetzt mal die Kirche im Dorfe lassen. Herr Günzler. Die Situation war damals so
Und das ist natürlich auch ein Problem, mit dem man sich beschäftigen muss. Wir sind ja im Kosovo gewesen. Es gibt dort ja Hilfsprojekte wie URA 2 und andere, die den Leuten helfen, die zurückkommen. Und wenn es dann einen großen Schwall gibt, so wurde es ja dann genannt, gibt es Probleme. Ich persönlich bin aber trotzdem anderer Meinung, dass man da aufpassen muss, ohne das andere Problem. Das andere Problem müssen wir aber auch im Auge behalten. Wir haben auch im Kosovo erlebt, dass diese Projekte, die sicherlich gut gemeint sind, in der Realität nicht greifen, weil teilweise die Hilfeleistungen ein Vierteljahr später ankommen, wenn der Winter vorbei ist, weil teilweise Korruption vorherrscht in einem Land, ne? Und dadurch Leute ausgegrenzt werden. Das sind alles Sachen, die sich erst sehr langfristig verändern. Und ich finde es auch schade, dass Sie diesem Abschiebestopp im Winter nicht zugestimmt haben, diesen Antrag. Das wäre wirklich für die Leute, die hier leben, eine Erleichterung gewesen. Ich meine, dass es in Niedersachsen wichtig ist, dass Integrationspolitik Chefsache wird, dass es angesiedelt wird in der Staatskanzlei, dass wir bündeln, dass wir, Frau Zimmermann hat es eben deutlich gesagt, von dieser Gutscheinpraxis endlich weggehen, dass wir Abschiebehaft nach Möglichkeit vermeiden. Es hat in Niedersachsen ganz tragische Fälle gegeben. Von jemandem, der sich im Grunde genommen umgebracht hat. Das darf nicht mehr passieren. Und da müssen wir auch eine Willkommenskultur in Niedersachsen weiter fördern. Diese Willkommenskultur ist wichtig, weil die Leute, die hier leben, die haben Potenziale, die haben Fähigkeiten, die bringen sie auch in die Gesellschaft ein. Das wird in der Regel viel zu wenig anerkannt. Ich habe seit 1981 immer Kontakt zu Menschen mit Migrationshintergrund und ich weiß, was sie dieser Gesellschaft gegeben haben. Herr Günzler, noch mal ganz kurz zu Ihnen. Mich würde das sehr interessieren. Die CDU hat nun diesen Konsens mitgemacht und trotzdem haben wir einen Innenminister Schünemann, der sich selbst auch als harten Hund geriert. Gibt es jetzt einen Wandel oder steuern wir hier nur auf eine Wahlkampfrhetorik zu? Ich kann nur sagen, dass dieser Kompromiss im Wesentlichen auch von Innenminister Schünemann mit vorbereitet worden ist und der Lösungsweg über den Paragraph 25a ist von ihm selbst im Niedersächsischen Landtag vorgetragen worden. Von daher sehe ich da keinen Dissens. Und ich habe auf die anderen Dinge hingewiesen, die sich in den letzten Jahren, Monaten bewegt haben. Wir haben die Residenzpflicht aufgehoben, in Niedersachsen mit Bremen zusammen Abkommen gemacht. Wir hätten es gern mit Hamburg gehabt, hat die SPD das so verhindert, leider in Hamburg. Mit anderen Bundesländern müsste man mal gucken. Da gibt es auch Forderungen vom Flüchtlingsrat, habe ich gelesen, finde ich auch interessant. Und wir haben diesen 25b, den ich schon erwähnt habe. Also ich glaube, es passiert eine ganze Menge und ich glaube auch, die Härtefallverordnung ist besser, als sie gemacht wird. Ich sage auch persönlich, 2-3 Dinge hätte ich anders geregelt, aber das ist in der Politik so, sie brauchen auch Mehrheiten. Und von daher bin ich da ganz guter Dinge und sehe eigentlich gar nicht so einen unmittelbaren Wechsel, wenn man jetzt Einzelfälle vernünftig löst. Und ich glaube, wir sind nicht so rigide, wie uns immer unterstellt wird. Ein ganz kurzes Fazit, Herr Weber, haben Sie dafür Zeit? Ja, also grundsätzlich wünschen wir uns einen Paradigmenwechsel der Flüchtlingspolitik. Wir wünschen uns, dass Menschen von Anfang an angenommen werden. Und Herr Schünemann steht leider doch für eine Ausgrenzungspolitik, auch wenn manches sich in den letzten Monaten verbessert hat. Wir wünschen uns, dass die Menschen angenommen werden, dass sie arbeiten können, dass es keine Sammellager mehr gibt, dass es keine Diskriminierung durch Gutscheine gibt, dass man sie integriert. Dieses Wort von der Integration wird ja von manchen fast als Schimpfwort begriffen, weil es von ihnen einseitige Leistung erfordert, während die Gesellschaft quasi außen steht und eine Anpassung verlangt. Integration bedeutet immer auch einen Auftrag an die Gesellschaft, den Migranten entgegenzukommen, Bedingungen zu schaffen, in denen ein Ankommen hier möglich ist. Und ich glaube, von solchen Bedingungen sind wir in Niedersachsen noch eine ganze Ecke entfernt. Insofern wünschen wir uns einen Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik. Also viele Wünsche, ein Paradigmenwechsel in der Flüchtlingspolitik und ein bisschen hat man das Gefühl, das deutet sich durchaus in Niedersachsen an. Tja, vielleicht werden wir mal für was anderes berühmt als für unsere harte Abschiebepolitik, aber ich glaube, wir haben noch einiges zu bieten. Zum Beispiel eine spannende Diskussion zum Thema Schulpolitik oder auch Studiengebühren und die erleben Sie bei uns in der nächsten Woche. Wir sehen uns wieder an gleicher Stelle. Ich bedanke mich bei meinen Gästen fürs Kommen, bei Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.